Ö1 Podcast. Ö1 Journal Panorama. Guten Abend. Kommenden Sonntag findet die letzte Wahl im heurigen Superwahljahr statt. In der Steiermark sind gut 940.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Nach der EU-Wahl und der Nationalratswahl zeichnet sich ein weiterer Wahlsieg der FPÖ ab, die mit Mario Kunasek an der Spitze seit langem die Umfragen auch in der Steiermark anführt. Gut möglich also, dass die sogenannte Grüne Mark, die ihm als schwarzes Kernland gegolten hat, nun blau wird. Die ÖVP, die Landespolitik bis auf ein 10-jähriges sozialdemokratisches Intermezzo immer dominiert hat, möchte mit Christopher Drexler allerdings weiter Landeshauptmannpartei bleiben und die Regierungsarbeit mit der SPÖ unter Anton Lang fortsetzen. Außerdem treten landesweit die Grünen, die Neos und die KPÖ an, die in der Steiermark als Phänomen gilt, nicht nur aktuell die Bürgermeisterin von Graz stellt, sondern auch seit fast 20 Jahren im Landtag sitzt. Astrid Planck und Monika Feldner-Zimmermann haben einige Spitzenkandidaten im Wahlkampf begleitet und mit Experten über die Steiermark gesprochen. Liebe Aussteiger! Mario-Rufe begleiten den FPÖ-Spitzenkandidaten Mario Kunasek auf die Bühne am Hauptplatz in Feldbach in der Südoststeiermark. Liebe Feldbacher! Feldbach ist an sich ein schwarzes Kerngebiet, dennoch sind mehrere hundert FPÖ-Fans und Funktionäre zu Freibierwürstel und dem Wahlkampfauftritt gekommen. Die FPÖ führt seit langem die Umfragen an. Auch bei der Nationalratswahl im September wurde die FPÖ stärkste Partei in der Steiermark. Nun will Mario Kunasek auch bei der Landtagswahl erstmals Nummer 1 werden. Und ich will eines auch sein, liebe Freunde, wenn ich Landeshauptmann der Steiermark bin, in guter steirischer Tradition auch eine lautstarke Stimme zu sein, wenn es darum geht, die Interessen der Steiermark in Wien zu vertreten. Ich war beim Militär lang genug, ich habe eine sogenannte Kommandostimme. Das heißt, ich kann auch ohne Mikrofon laut sprechen und das wäre für euch auch dumm. Der 48-jährige gelernte Kfz-Techniker war 2 Jahre lang Verteidigungsminister in der schwarz-blauen Bundesregierung. Wobei Kunasek im Ton gemäßigter auftritt als der Parteichef in Wien, Herbert Kickl. Wie auch Heinz Wassermann konzitiert, er unterrichtet an der FH Joanneum in Graz am Institut für Journalismus und er ist genauer Beobachter sowie Kommentator der Landespolitik. Er ist definitiv nicht so sehr der Haut drauf, wie das Herbert Kickl ist. Ich würde ihn eher als steirische Strache sehen. In Feldbach übernimmt die aus Salzburg angereiste Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Swatzek die Rolle der Einpeitscherin. Sie lobt die schwarz-blaue Regierung, die es seit 1,5 Jahren in Salzburg gibt. Wo es künftig die deutsche Sprache braucht, um eine gemeinnützige Wohnung erhalten zu können. Wer nicht Deutsch kann, bekommt keine geförderte Sozialwohnung mehr. Und kritisiert die Regierungsverhandlungen auf Bundesebene, die ohne den Wahlsieger FPÖ über die Bühne gehen. In Wien entsteht gerade so ein bisschen eine Frankenstein-Regierung, die wird gerade ein wenig zusammengeflickt aus den wirtschaftsliberalen Versatzstücken von den Neos, dem Plunder aus der marxistischen Klamottenkiste von Andreas Babler und die übrig gebliebenen Gebeine des konservativen Wirtschaftsflügels der ÖVP in Niederösterreich. Auch im Publikum gibt es Unmut darüber, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht die FPÖ mit der Bildung der Bundesregierung beauftragt hat. Er werde deswegen nun blau wählen, sagt dieser Mann. Die letzten Nationalratswahlen haben ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil eigentlich blau vorne war. Die Bevölkerung gewählt hat zur Mehrheit und sehen Sie, was jetzt rausgekommen ist. Es müsse sich etwas ändern, sagen andere auf die Frage, warum sie für die FPÖ sind. Man kann nicht immer nur Geld ausschmeißen, man muss ja schauen, dass das Geld auch bei uns im Land bleibt und bei uns, für uns Österreicher bzw. jetzt für die Steirer da ist. Hier bei der Landtagwahl können wir in der Steiermark mit der FPÖ was erschaffen. Es funktioniert in Vorarlberg mit ÖVP und FPÖ und das wird auch in der Steiermark funktionieren, wenn alle zusammentun. Es ist die Ausländer, die Wirtschaft, ne, gehört schon angekurbelt, aber da steht ja da vieles an, ne, was nicht gemacht worden sind, die Hausaufgaben einfach. Ne. Dass die FPÖ in einen Finanzskandal verwickelt ist, in Graz sollen Clubfördergelder von bis zu 1,8 Millionen Euro veruntreut worden sein, regt hier niemanden besonders auf. Der Feldbacher Stadtrat Franz Halbedel etwa sagt: Ich glaube, da ist absolut
für Mario Konasek absolut nichts dahinter. Da bin ich mir hundertprozentig überzeugt, dass er da nichts damit zu tun hat. Es ist eine kriminelle Geschichte, dass ein Grazer Clubdirektor verursacht hat. Und mehr kann ja, da will ich gar nicht sagen dazu. Mit Themen wie Asyl, Entbürokratisierung oder Österreich als Autoland will Konasek die Wahl gewinnen. Anders als früher setzt die Partei nicht mehr allein auf das Thema Migration, analysiert Heinz Wassermann. Allerdings sei das nur vordergründig so. Wassermann bezeichnet die FPÖ als Trichterpartei. Die FPÖ besetzt eigentlich unterschiedliche Themen. Das ist das Gesundheitsthema, das Sozialthema, das Wirtschaftsthema und so weiter und so fort. Aber sie schafft es immer in einer durchaus kongruenten Erzählung, das so in den Trichter hineinzufüllen, dass zum Schluss, egal welches Thema gerade zu besetzen ist, zum Schluss kommen unten immer die Migranten raus. In der Steiermark bekommt der Wahlsieger automatisch den Regierungsbildungsauftrag. Doch würde die FPÖ, anders als im Bund, überhaupt einen Regierungspartner finden? Parteichef Mario Konasek gibt sich zuversichtlich. Also ich glaube das schon, weil wir eben in der Steiermark doch andere Gesprächsebenen, glaube ich, auch haben wie auf Bundesebene. Vielleicht ist da bei uns das Klima ein bisschen anders. Das Gesprächsklima in Rottenmann an einem Herbstabend ist jedenfalls gut, wenn auch nicht mit den Regierungsparteien. Eine Bürgerinitiative hat zur großen Diskussion geladen. Auf dem Podium sitzt eine ungewöhnliche Allianz aus allen vier Oppositionsparteien. KPÖ, Grüne, NEOS und auch FPÖ. Sie alle wollen das sogenannte Leitspital Liezen verhindern. Rund 500 Menschen sind an dem Abend im Rottenmanner Volkshaus. Bei den meisten kommen die Argumente für das Projekt eines Spitalsneubaus nicht so gut an. Bei mir in Rottenmann ein großes Krankenhaus haben mit einem Haufen Grundstücke. Und dort ist der Standort gut, ist wegen der Autobahnanbindung. Natürlich aus Rottenmanner möchte man das Spital gern da halten, das ist schon klar. Also ich bin grundsätzlich bin ich dagegen, weil ich einfach glaube, dass die Steiermark genug Schulden hat und nicht nur mit 300 bis 500 Millionen dazu aufnehmen sollte. Im flächenmäßig größten Bezirk Österreichs gibt es bisher drei Landeskrankenhäuser, Bad Aussee, Schladming und eben Rottenmann. Alle zu klein, schlecht ausgelastet, veraltet, befanden ÖVP und SPÖ vor einigen Jahren und beschlossen, stattdessen in Steinach ein modernes Spital neu errichten zu lassen. Das sei die Zukunft, schon wegen der dann höheren Fallzahlen und um mehr medizinisches Fachpersonal in den Bezirk zu locken. Doch von einer Fertigstellung ist man meilenweit entfernt. Bisher gibt es nur ein Grundstück, wichtige Bewilligungen fehlen und die angenommenen Kosten sind schon auf eine halbe Milliarde Euro angestiegen. Der richtige Zeitpunkt, das Projekt zu beenden, ist genau jetzt. Regierungsvertreter sind hier in Rottenmann eher schlecht angeschrieben und an dem Abend auch gar nicht eingeladen. Die Oppositionspolitiker haben die Bühne für sich. Mario Konasek, der FPÖ-Chef, verweist auf den Bevölkerungswillen. Es hat im Jahr 2019 eine Volksbefragung gegeben hier im Bezirk mit einem klaren Nein. Also das ist kein Wahlkampfthema, sondern ein Thema seit vielen, vielen Jahren hier auch in der ganzen Region. Niko Swartek, der Spitzenkandidat der NEOS, sagt: Der Standort Steinach ist definitiv eine Sackgasse für die Landesregierung. Man hat dort kein Abwasser, man muss die ÖBB, die gesamte Zugstrecke, umlegen. Man investiert eigentlich in einen Betonbau statt in die Gesundheit der Steirerinnen und Steirer. Und wenn ich 500 Millionen Euro hätte als Gesundheitslandesrat, dann würde ich die doch hernehmen, damit die Gesundheitsversorgung in der Steiermark besser wird und nicht um einen Betonbau zu finanzieren. Für die Grünen ist der Abgeordnete Lambert Schönleitner ganz ähnlicher Meinung. Man sei nicht grundsätzlich gegen Neues, aber die Regierung habe sich verrannt, wolle gegen den Willen der Bevölkerung um teures Geld viel grüne Wiese verbauen. Und wir haben ja nicht gesagt, alles soll bleiben, wie es ist. Das würde ich nie sagen. Wir wissen alle, wir haben Handlungsbedarf. In allen Bezirksspitälern, die drei, die wir haben, haben wir Handlungsbedarf. Aber die Frage, wo das Leitspital steht, ja, die ist wirklich zu einer Prestigefrage geworden. Und KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler adressiert den Gesundheitslandesrat der ÖVP. Wir haben schon vor einiger Zeit gesagt, es müsste endlich einmal geprüft werden, ob man Rottenmann zu einem sogenannten Leitspital umbauen kann und in die anderen Spitäler auch investieren, mit Spezialisierungen, je nachdem, was man braucht. Aber das Leitspital ist ein totes Pferd, das von Kornhäusl nach wie vor geritten wird. Der Streit ums Spital ist zu einem der steirischen Wahlkampfthemen geworden, inklusive Sonderlandtagssitzung in der Vorwoche. Der Obmann der Bürgerinitiative BIS, Helmut Gassner, schießt sich wie viele andere auf Landeshauptmann Christopher Drechsler von der ÖVP ein. Seine Führungsschwäche gepaart mit einer Politik des Drüberfahrens hat dazu geführt, dass die Gesundheitsversorgung im Bezirk
an die Wand gefahren wird. Unter den Anwesenden haben auch deklarierte ÖVPler Drechsler zum besonderen Feindbild erkoren. Ich habe immer gesagt, ich bin so schwarz, dass wenn ich im Sötztetunnel durchfahre, einen Schotten wirf. Aber entscheidet bitte bei der Landtagswahl am 24. so, wenn auch immer, ich hebe da niemanden raus, da sitzen vier Kandidaten, die die Mehrheit von ÖVP und SPÖ abwöll kennen und es ist endlich an der Zeit dran. Und sogar der aktuelle ÖVP-Bürgermeister von Rottenmann, Günter Gangl, tritt gegen den eigenen Parteiobmann auf und wirbt um Stimmen für die Opposition. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sie eine Mehrheit aus ÖVP und SPÖ nicht mehr ausgehen kann. Und ihr vier, eure Parteien, werden von meiner Seite in Rottenmann jede Unterstützung für den 24.11. bekommen. Die anderen, die nicht anwesend sind, nicht. Dankeschön. Die Koalition aus Volkspartei und SPÖ hatte sich schon vor einem knappen Jahrzehnt einmal mit der Bevölkerung verscherzt, als in großem Umfang erst Bezirke und dann Gemeinden zusammengelegt wurden. Für eine Mehrheit hat es bei der Wahl danach aber doch noch gereicht. Bei der letzten Wahl 2019 profitierte die Volkspartei dann vom Kurzeffekt und konnte wieder stark zulegen. Aktuell hat sie im Landtag 18 von 48 Mandaten, die SPÖ 12, die FPÖ 8. Die Grünen sitzen mit 6 Mandaten im Landtag. Die Stimmung war für sie schon einmal besser, weiß auch ihre Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl. In der sogenannten Elefantenrunde des ORF sagte sie zuletzt: Für die Grünen in der Steiermark wird es eben nach den enttäuschenden Ergebnissen bei den letzten Wahlen um jede einzelne Stimme gehen. Nur mit starken Grünen wird sichergestellt sein, wofür ich nämlich in die Politik gegangen bin. Das ist nämlich, eine Politik zu machen, die nicht nur bis zum nächsten Wahltag das Blaue vom Himmel verspricht, sondern wirklich an die nächsten 15, 20 Jahre denkt, an unsere Kinder und was die noch hier zum Leben haben. Zwar wurden die Grünen in der Grünen Mark, respektive in Graz, einst groß, aber vor allem im ländlichen Raum haben sie es bis heute schwer, malt Heinz Wassermann launig ein Bild. Wenn Sie jetzt in die Gemeinde Greinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gehen und sagen, übrigens, wir brauchen jetzt ökologischen Landbau und Renaturierung und so weiter und so fort. Da können Sie nur schauen, dass Sie ein schnelles Lastenfahrrad haben, ja, weil ansonsten kann es sein, dass es letal für Sie wird. Die Neos haben bisher 2 Mandate. Der junge Spitzenkandidat Niko Svatek möchte natürlich mehr und betont die eigenen Leistungen. Also wenn man sich unsere letzten 5 Jahre im Landtag anschaut, unsere ersten 5 Jahre im Landtag, dann sehen Sie ja, dass wir für die Steirerinnen und Steirer den Unterschied gemacht haben. Ich möchte zum Beispiel hernehmen den Kinderbildungssektor. Elementarpädagogen und Betreuerinnen haben dank unserem Druck jetzt höhere Gehälter. Was meint Heinz Wassermann dazu? Große Zugewinne eher unrealistisch und Neos setzen halt auf ihren klassischen Themenmix. Das ist Bildung, vor allen Dingen Elementarbildung, das ist Transparenz, das ist Antikorruption. Und dann kommt natürlich, es muss mehr netto vom Brutto sein, ist das Land zwar auch eigentlich nicht zuständig, aber ist halt so die klassische Neos-Erzählung. Und auch die KPÖ hat 2 Abgeordnete. Sie ist ja schon seit längerem ein steirisches Phänomen. In Graz ist sie sogar Bürgermeisterinnenpartei. Claudia Klimt-Weithaler setzt auf ihre soziale Expertise und hofft, sich diesmal noch stärker verankern zu können, auch wenn aktuell die blaue Welle rollt. Es ist klar, wir haben im Moment, das hat man ja bei der Nationalratswahl schon gesehen, so eine Welle, wo viele Menschen sich denken, ich will Protest ausüben und deswegen wähle ich jetzt die FPÖ. Ich kann den Menschen nur anbieten, wir sind diejenigen, die nichts versprechen, was wir nicht halten können. Wir sind ehrlich anders und Protest kann man auch in 3 Buchstaben groß schreiben, nämlich in KPÖ. Je stärker die KPÖ, desto sozialer die Steiermark. So klingt Weiterler im ORF Steiermark-Interview. Die KPÖ spekuliert allerdings, und das nicht einmal leise, wirklich auf ein Grundmandat im Wahlkreis 4, sprich in der Obersteiermark. Und das wird oft übersehen, da hat sie ja auch ihre historischen Hochburgen. Ja, nämlich erstens aus der verstaatlichen Industrie, aber auch aus dem Widerstand gegen das NS-Regime. In der Steiermark gibt es keine Prozenthürde für den Einzug in den Landtag. Jede Partei muss aber zumindest 1 Grundmandat in einem der 4 Wahlkreise erringen. Nur gut 60.000 Wahlberechtigte stellt der große, aber dünn besiedelte Bezirk Liezen. Einst bestand er aus vielen roten Hochburgen und starken ÖVP-Gemeinden. Bei der Nationalratswahl Ende September hat aber auch hier die FPÖ extrem stark abgeschnitten. Und ein paar tausend Proteststimmen können am Ende der Auszählung einen entscheidenden Unterschied machen. Und weil Gesundheit ein emotionales Thema ist, könnte es überdies über die Bezirksgrenzen hinausstrahlen,
meint Heinz Wassermann vom Joanneum. Es kann schon sein, dass es so die Befürchtung gibt, naja, wenn die das jetzt in der Obersteiermark machen, sind wir dann die Nächsten und die Übernächsten, die dran sind. Ja? Also dass man möglicherweise Befürchtung hat, dass es eine Art Versuchslabor wird, wie man dann die steirische Krankenhauslandschaft grundsätzlich umgestalten würde. Der amtierende Landeshauptmann Christopher Drechsler war nicht zur Veranstaltung in Rottenmann eingeladen. Die Pläne für das Leitspital stammen aus seiner Zeit als Gesundheitslandesrat. Es ist also wenig überraschend, dass er sie verteidigt. Es werde ein modernes und breit aufgestelltes Krankenhaus errichtet. Alle Expertinnen und Experten teilen diese Meinung, dass das der richtige Weg ist und die Versorgung im Bezirk Liezen verbessern wird. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir in 10 Jahren auf diese Entscheidung zurückblicken, werden alle sagen, Gott sei Dank haben wir es gemacht. Beim Frühschoppen in Hartberg in der Oststeiermark ist das Leitspital nur am Rande Thema. Rund 150 ÖVP-Funktionärinnen und Funktionäre sind an einem Samstag in der Früh ins Gasthaus gekommen. Bei Gulasch, Bier und Volksmusik stimmt man sich auf die letzten Meter des Wahlkampfs ein. Bis auf die 10 Jahre zwischen 2005 und 2015, in denen Franz Wowes von der SPÖ den Landeshauptmann gestellt hat, war immer die ÖVP führend. Auch Christopher Drechsler will Landeshauptmann bleiben und hat ein Duell um Platz 1 gegen die FPÖ ausgerufen. Das wird eine Richtungsentscheidung, ob unser steirischer Weg der Zusammenarbeit, der Verlässlichkeit und der Stabilität weiter fortgesetzt werden kann oder ob es Experimente unter anderer Führung gibt. Es ist die erste Wahl für den 53-Jährigen. Vor 2 Jahren hat ihm Hermann Schützenhöfer das Amt des Landeshauptmanns übergeben. Dazu auch gleich die Botschaft, dass er noch an seiner Beliebtheit arbeiten müsse. Ist Christopher Drechsler, der gern als Intellektueller bezeichnet wird, inzwischen in der Rolle des Landeshauptmanns angekommen? Es geht momentan kein besser. Ausgezeichnet zufrieden, weil wir vor allem das persönliche Miteinander immer wieder gepflegt haben. Und da hat mich unter anderem auch der Herr Landeshauptmann das ein oder andere Mal zurückgerufen. Einer muss vorangehen und das macht er perfekt. Also ich glaube, dass es schon besser geworden ist. Am Anfang war er nicht so, aber ich glaube, es gibt auch keine Alternative dazu. Und die Sprache von den Steirern hat er erst erlernen müssen. Und ich habe jetzt gemerkt, er kann sie und er macht es gut. Auf die Themen Wirtschaft und Arbeitsplatz, Leistung und Sicherheit setzt die steirische ÖVP. Auch auf Migration. Wer hier leben will, müsse sich anpassen, wird Christopher Drechsler nicht müde zu betonen. Unsere Werte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, wer das nicht verinnerlicht hat, kann kein Teil unserer Gesellschaft sein, meine Lieben. Mit Themen wie Migration will Drechsler verhindern, nach der für die ÖVP erfolgreichen Wahl von 2019, damals noch mit Rückenwind von Sebastian Kurz, nun viele Stimmen an die FPÖ zu verlieren. Eine Strategie, die laut Politbeobachter Heinz Wassermann auch nicht aufgehen könnte. Man merkt es jetzt auch so beim Thema Migration, dass er eben so Sebastian Kurz auf Kernöl machen will, ja. Ob das funktionieren wird, zumindest wenn man sich die Farmgeografie der Wahl zum Europäischen Parlament in der Steiermark anschaut, aber auch bei der Nationalratswahl, dann marschiert jetzt die FPÖ wieder ganz, ganz massiv in diese sogenannten ÖVP-Hochburgen hinein. Dass er gern weiter mit der SPÖ zusammenarbeiten würde, daraus hat Christopher Drechsler nie ein Geheimnis gemacht. Zumindest offiziell schließt er aber auch eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen nicht aus. Mit Ausnahme der Kommunisten, die im 20. Jahrhundert so viel Leid über diesen Kontinent gebracht haben, kann ich mir grundsätzlich die Zusammenarbeit auf Regierungsebene mit allen Parteien vorstellen. Ist also, anders als auf Bundesebene, in der Steiermark eine Koalition mit den Freiheitlichen denkbar? Kommt nicht in Frage, sagen manche Funktionärinnen und Funktionäre beim Frühschoppen in Hartberg. Ja, weil einfach für die Blauen doch Gedankengut auftaucht, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin. Für mich persönlich eine rechtsextreme Partei, also sehr radikal, auch sehr rückständig meiner Meinung nach. Und den Weg kann ich nicht mitgehen. Schwarz-Rot, noch einmal. Es gibt nichts anderes. Und was ist, wenn die Blauen gewinnen? Dann haben wir Pech gehabt. Andere schließen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht kategorisch aus, wie zum Beispiel Wirtschaftsbunddirektor Jochen Pack.
Wir sind da relativ pragmatisch aus Sicht der Wirtschaft und natürlich, wenn die Freiheitlichen ein gutes Team aufstellen können, kann man sich natürlich auch vorstellen, mit den Freiheitlichen gemeinsam in eine positive Landesregierung zu gehen. Ja, ausschließen tue ich nichts, sagt der Bürgermeister von Großsteinbach. Und dieses Ehepaar ist sich einig. Sollte das so kommen, unbedingt dazu, damit die Freiheitlichen nicht nur ihren Weg gehen können, weil das wird ein Weg in die Ungewissheit. Ich gebe meiner Frau voll recht und bin überrascht, dass sie so ein tolles Interview gibt. Zünftig geht es an einem Samstagvormittag im obersteirischen Kindberg zu. Die SPÖ lädt zum Herbstfest. Kindberg liegt im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag und dort war die SPÖ einst unumstrittener Platzhirsch. Die Murmürzfurche ist hoch industrialisiert. Hier gab es mehrere verstaatlichten Standorte. Noch immer stehen viele, auch gut gehende Stahlbetriebe in der Region. Doch Arbeitsplätze sind über die Jahrzehnte verloren gegangen und SPÖ-Stimmen wanderten sukzessive zur FPÖ. Zwar sind viele größere Orte noch immer oder wieder fest in SPÖ-Hand, auf Bezirksebene schaut es aber anders aus. Bei der Nationalratswahl wählten hier 33% die Blauen und nur mehr 26% die SPÖ. Medienforscher und Politikexperte Heinz Wassermann hat für die Erosion eine Erklärung. Schon Anfang der 90er Jahre hat sich gewisser Jörg Haider unheimlich gern in dieser Gegend herumgetrieben. Ja, das bedeutet, die FPÖ hat damals eigentlich diese sogenannten Arbeiterhochburgen schon durchaus beackert. Doch zurück zum Herbstfest. SPÖ-Spitzenkandidat Anton Lang wird gleich sprechen. Die Gäste erwartet Untermalung durch die Werkskapelle Kindberg. Es gibt gratis Getränke, Würstel- und Kuchenbuffet. Und welche Regierungsform soll es in der Steiermark werden? Rot-Schwarz. Na, Zusammenarbeit Rot-Blau? Nein, für mich nicht. Wäre Rot-Blau für Sie eine Möglichkeit? Nein, das haben wir zu viel gehandelt, oder? Wäre mir persönlich lieber auf wie die ÖVP, weil die ÖVP ist für meine Begriffe ganz weit weg, alles was die sozialen Dinge betrifft. Gell? Der Klubobmann der SPÖ im Landtag, Hannes Schwarz, will nichts von einem FPÖ-ÖVP-Duell um die Landesführung hören. Ja, alle Umfragen beweisen, dass das eben nicht richtig ist, sondern dass es einen Dreikampf in der Steiermark gibt. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Sozialdemokratie hier als Erster über die Ziellinie gehen kann. Anton Lang, 65 Jahre alt, gebürtiger Leobner, Finanzlandesrat seit über 8 Jahren in der schwarz-roten Landesregierung, tritt zum ersten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei an. Und hier in Kindberg zum traditionellen Bieranstich. Danach schwärmt er über die Qualität des heimischen Bieres, einer bekannten Marke aus Leoben, im Vergleich zu einer Grazer Traditionsmarke. Dreimal haben es wir als Obersteirer, als Leoner, auf Faselbundigammer gehen zum Ausschlagen. Und das hat sich jedes Mal so gewährt. Und heute beim heimatlichen Bier, da ist es richtig gegangen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist die Obersteiermark. Soweit zur Folklore. Dann redet Lang vor allem über Sozialthemen. Bessere Pflege, Kampf um Arbeitsplätze, bessere Kinderbetreuung. Es darf nicht am Geldbörsel, am Kontostand scheitern, ob jemand in der Steiermark einen Kinderkrippenplatz besuchen darf, einen kriegt oder einen Kindergartenplatz. Und daher werden wir in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen, dass es keine finanzielle Hürde mehr geben darf, ob ein Kind in der Steiermark einen Kinderbetreuungsplatz oder einen Kindergartenplatz bekommt. Dass er die FPÖ aus einer möglichen künftigen Regierungsbildung nicht ausschließen will, wiederholt Lang auch im Interview. Also ich habe immer gesagt, ich schließe keine Partei aus. Es wird das Wahlergebnis am 24. entscheiden, wie es weitergeht. In der steirischen Landesverfassung bekommt ja der Stimmenstärkste den Auftrag, Gespräche zu führen. Wir werden sehen, aber grundsätzlich schließlich keine Koalitionsform aus. Eigentlich würde Anton Lang, ein Rechner und fleißiger Arbeiter, wohl gerne in der rot-schwarzen Zusammenarbeit bleiben, kommentiert das Heinz Wassermann. Ob er wirklich so diesen Killerinstinkt und dieses Mindestmaß an Machiavelli hat, dass er dann wirklich rot-blau macht,
ist schwierig zu sagen, aber er hat es zumindest strategisch relativ schlau angelegt, dass er gesagt hat, er schließt einmal grundsätzlich niemand von Gesprächen aus. Beim Leitspital Liezen ist die SPÖ quasi mitgefangen. Lang versucht sich aber im Hintergrund zu halten und beruft sich gerne auf andere. Jeder von uns, der in der Politik tätig ist, ist kein Experte, sondern muss auf den Rat und auf die Vorschläge dieser Expertinnen und Experten horchen. Neben der Spitalsreform, der Migration und dem dreispurigen Ausbau der A9 im Süden von Graz ist die Wirtschaft eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Kein Wunder, denn damit steht es in der Steiermark nicht zum Besten, so der Ökonom Alexander Daminger vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Die Steiermark steht wirtschaftlich im Moment in der aktuellen Konjunkturlage leider nicht so gut da. Und das ist zum einen natürlich strukturell bedingt, weil die Steiermark einen sehr hohen Anteil der Wertschöpfung und auch der Beschäftigung in der Industrie hat. Die Nachfrageschwäche aus dem Ausland, gerade nach Industriegütern, betrifft die ganze österreichische Exportwirtschaft und damit die Steiermark eben stark. Gleichzeitig ist es so, dass mittlerweile die Krise auch in die Dienstleistungsbranchen übergeht und dort ist auch in der Steiermark zum Beispiel der Handel stark betroffen. In der Industrie liegt einer der Schwerpunkte in der Steiermark im Fahrzeugbau. Dementsprechend stark ist das Land auch von der weltweiten Krise in der Autoindustrie betroffen. Und dadurch, dass in Deutschland ja zum Beispiel Volkswagen drei Werke schließt, ist es klar, dass die Zulieferindustrie, die also in der Steiermark mit angesiedelt ist, dann natürlich stark betroffen sein wird. Im Oktober waren im Schnitt weniger Menschen arbeitslos als in Gesamtösterreich. Die Steiermark verzeichnet aber den dritthöchsten Anstieg. Verhältnismäßig gut geht's im Tourismus, so Ökonom Alexander Daminger. Die Steiermark hat nämlich nicht nur auf ein Pferd gesetzt, auf den Wintertourismus, der jetzt das Problem hat, dass infolge des Klimawandels zum Beispiel der Schneefall ausbleibt, sondern hat zum Beispiel auch ihre Stärken im Thermentourismus. Steirische Äpfel, Kernöl und Wein, wofür die Steiermark weithin berühmt ist, sind zwar gut für die Werbung, aber laut Daminger übrigens nicht besonders relevant für die Wirtschaftsleistung. Den Wohlstand, den Österreich hat oder den auch die Steiermark hat, den wird man nicht nur mit dem Äpfelverkauf im Inland erhalten können. Und was erwarten sich eigentlich die Wählerinnen und Wähler von der Landespolitik? Hier einige nicht repräsentativ ausgewählte Stimmen aus der Grazer Innenstadt. Wohnen, leistbares Essen, auf jeden Fall wirklich die Themen der Leute, die sie tagtäglich beschäftigen. Und das schafft irgendwie leider die rechte Politik viel besser anzusprechen als die linke. Die ganze zügellose Zuwanderung, dass man dagegen zu wenig unternimmt. Es geht nichts gegen Zuwanderung, aber man muss auch mit denen umgehen können und das können sie nicht. Ich kann schon gerne sagen, ich wähle die Grüne Partei, weil mir Umweltschutz sehr, sehr wichtig ist. Es kommt es leider sehr unter die Räder. Wegen der Inflation auch, weil halt alles so teuer wird und es kann es irgendwie nicht sein, dass man sich die Sachen allgemein nicht mehr so leisten kann. Und eigentlich, es gibt keine gute Mittelschicht mehr. Es gibt eigentlich nur mehr Leute, die am Ende des Monats nur mehr schauen, wie sie mit dem Geld zusammenkommen oder Leute, die sich überhaupt keine Gedanken machen. Also ich werde auf jeden Fall das Gleiche wählen, was ich letztes Mal in der Steiermark gewählt habe, aber was anderes, was ich auf Bundesebene gewählt habe. Und ja, also ich kann jetzt nur von Graz ausgehen. In Graz bin ich sehr zufrieden. Ich habe näher beobachtet nur den Herrn Drexler. Der Vorteil ist, er ist sehr intelligent und der Nachteil ist, dass man das merkt. Weiß Gott, wie in Erscheinung getreten sind sie nicht. Und das Charismatische der früheren Politiker haben sie auch nicht. Vielleicht findet diese Dame ja ihr Wählerinnenglück bei einer der drei Kleinstparteien, die bei der Wahl auch noch antreten, aber nur im Wahlkreis 1, das heißt in Graz und Graz-Umgebung. Es sind dies die beiden impfkritischen Listen MFG und DNA sowie eine Abspaltung der Grazer FPÖ namens KFG. Am Sonntag sperren die letzten Wahllokale um 16 Uhr. Kurz danach wird klar sein, wie die Wahl ausgegangen ist. Dann geht es ans Regierung bilden. In Vorarlberg haben die Verhandlungen nach der Landtagswahl am 13. Oktober nur 3 Wochen gedauert. Dann stand die schwarz-blaue Regierung fest. Politexperte Heinz Wassermann von der FH Joanneum. In Vorarlberg war es so, dass die Scheidungsurkunde de facto schon in der Wahlurne drin war, weil Wahlen das signalisiert hat, mit den Grünen will er nicht mehr. In der Steiermark, denke ich mal, wird schon länger dauern, weil es wird zumindest 2 Parteien geben, die an diesem Wahlergebnis vermutlich schon knabbern werden und Kiefel werden. Da muss man sich dann anschauen, gibt es da überhaupt personelle Veränderungen? Geht es relativ easy drüber oder wären wirklich die Ellbogen ausgefahren? Das kann das Ganze natürlich schon um einiges verzögern. Einen ganz eigenen Zugang zur Frage der Regierungsbildung hat dieser Grazer Wähler. Es wird jetzt wahrscheinlich irgendwie so eine Kuddelmuddel-Koalition wieder geben. Ne?
Und wir werden die nächsten 4-5 Jahre damit auskommen müssen. Sagt ein Steirer in der Reportage von Monika Feldner-Zimmermann und Astrid Planck über den steirischen Landtagswahlkampf. Daniela Pichler hat mitgearbeitet. Für heute sagt Christian Willibald Danke fürs Zuhören.